Vergessen Sie nicht, wir fahren gleich. Bitte alles zum Bus. Herr Florian. Wir steigen gleich ein. Ach, Robert. Ach, Ilse. Du, ich muss dich was ganz Dummes fragen. Was wolltest du mich fragen? Robert, du hast doch gestern Abend an meine Tür geklopft. Ja, aber ich wollte dir wirklich nur sagen, Nein, bitte nicht. Ich muss nur wissen, hast du ein- oder zweimal geklopft? Nein, nur einmal. Warum? Oh! Was, Erwin, das vergessen wir Frauchen nie, dass sie zu uns umgestiegen ist. Aber ich kann euch doch nicht die ganze Zeit allein hinterherfahren lassen. Das ist nett von dir. Und von jetzt an fährst du überhaupt nicht mehr mit ihm. Mit wem? Na, mit dem Bus natürlich. Deshalb sind wir dir doch nachgefahren und du fährst jetzt mit uns weiter. Ja, aber das geht doch nicht. Warum? Wieso denn? Du kannst doch nicht so einfach mir nichts, dir nichts und ohne mich zu fragen. Aber Ilse, ich habe dich in Berlin gefragt, ob du mich heiraten willst oder lieber nach Italien fahren. Fang doch nicht schon wieder damit an. Also bitte, du bist nach Italien gefahren und ich will dich immer noch heiraten. Wollen wir nicht gleich eine Hochzeitsreise draus machen? Hm? In den sonnigen Süden? Mhm. Aber das geht doch gar nicht. Warum? Willst du nicht? Ich habe da noch meinen Koffer auf dem Bus. Nur den Koffer? Was meinst du mit nur? Na, ich meine, wenn es sich nur um den Koffer handeln würde, dann könnten wir ihn in Assisi ja auch aus dem Bus holen, nicht? Du weißt doch, dass in ganz Italien kein Bett zu finden ist. Wo sollen wir denn schlafen? Also, Ilse, ich verstehe dich einfach nicht. So ein Bett ist doch wirklich nicht das Schlimmste, so ein Bett zu finden. Warum hältst du eigentlich an? Na, weil ich nicht fahren kann und zur gleichen Zeit mit dir streiten. Also bitte, wenn du streiten willst, dann fahr gefälligst allein weiter. Warum ist doch einmal so logisch? Wo willst du nun wieder hin? Ich lass mich nicht vor dir entführen. Entführen? Hehe. Entführen ist gut. Wem entführe ich dich denn, wenn man mal fragen darf, hä? Deswegen bin ich nicht nach Italien gekommen. Ich habe schließlich die Reise bezahlt. Bezahlt? Ha, 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 ha. Gewonnen hast du sie als Trostpreis auf einer Schönheitskonkurrenz. Sag nicht lieber Trostpreis. Es war der zweite Preis. Und wenn es keine Schiebung gewesen wäre, hättest du den ersten bekommen. Ich weiß. Fang doch nicht schon wieder davon an. Du hast damit angefangen, und zwar schon in Berlin. Weil es dir nicht passt, dass ich Preise kriege und auf eigenen Beinen stehe. Auf deinen schönen Beinen kannst du auch in meiner Praxis stehen, als meine Assistentin. Und außerdem sparen wir dabei noch 150 Mark Gehalt. Ich weiß. Den Antrag hast du mir bereits gemacht, aber entschuldige, wenn ich ihn nicht besonders aufregend finde. Entschuldige, ich bin nun mal ein sehr praktischer Mensch. Ja, das kann man wohl sagen. Aber ich bin nicht nur praktisch, denn sonst würde ich dich ja nicht heiraten wollen, nicht? Wieso? Naja, weil du ganz bestimmt eine ganz unpraktische, launische und verrückte Ehefrau abgeben wirst. Aber ich liebe dich nun einmal. Ich liebe dich nun mal und für mich bist du die Beste, die Einzige und von mir aus auch die Schönste, auch wenn die anderen dir nur einen Trostpreis gegeben haben. Es war kein Trostpreis! Panne? Ja, Panne.